Körper steht für viele Werte. Das sind auch die Werte, so wie wir erzogen wurden. Das ist erstens sicher die Bodenständigkeit, die wir hier Tiroler haben. Nichts Übertriebenes, wir sind hier in den Bergen aufgewachsen. Es ist die Natürlichkeit, die wir hier auf 1000 Meter oder mehr wie 1000 Meter Höhe einfach täglich erleben. Und ich glaube, das macht heute Lorca auch aus. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit meiner Mutter öfters mal meinen Vater in der Backstube besucht habe, wo auch mein Großvater war. Und das war damals schon noch in der Altstadt von Bozen sehr urig. Als man durch das Gewölbe in die Backstube kam, hörte man von Weitem schon das Zischen der Waffeln, Eisen, das Verdampfen des Wassers. Eine Frau, die kann ich mich noch erinnern, die das Waffelblatt dann sehr delikat aus den Waffeleisen herausnahm und mit der Kelle immer wieder neu nachgegossen hat. Also aus der Backstube Lorca wurde mit der Zeit eine Backstube, wo man Produkte produziert hat, die länger hielten, weil mein Großvater ja leidenschaftlicher Sportler noch zusätzlich war und er am Wochenende eigentlich bei den Fußballturnieren dabei sein wollte und deswegen in Konflikt war. Und daher hat er dann schön langsam die Frischprodukte weggelassen und sich auf das konzentriert, wo er bereits sehr viel Erfolg hat, und das waren die Waffeln. So konnte er am Wochenende erfolgreich Fußball spielen und hatte beides dann zusammengebracht, sein Hobby und seine Arbeit. Ja, mein Großvater war sicherlich ein schlauer Fuchs. Damit er mehr vertreiben konnte und die Produkte bekannt war, hatte seine Fußballmannschaft dazu bewegt, in die verschiedenen Restaurants zu gehen und zu fragen, ob sie Lorca haben. Die hatten natürlich keine, und er kam kurz danach vorbei und sagte, er hat jetzt die Lorca. Und so wurden wir in Südtirol eigentlich bekannt. Und die sportliche Verpackung half dazu, dass viele das dann auch mit auf dem Berg oder bei Sport verwendeten. Ja, Sie müssen sich vorstellen, so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre haben die Produkte schon ganz gut funktioniert in Norditalien. Wir waren in der Altstadt und das ganze Handling, LKWs, die kamen, das ging in der Fußgängerzone schwierig. Und deswegen hat mein Großvater und mein Vater damals schon geschaut, einen neuen Standort zu finden. Und man wollte eben nicht in irgendeiner Zone in der Stadt bleiben, sondern man wollte raus auf den Berg, wo frisches Wasser ist, frische Luft ist, die Temperatur auch relativ kühl, weil wir verarbeiteten ja Schokolade. Und somit ist er dann auf den Ritten auf über 1000 Meter hierher gekommen und hat dieses Werk, was hier ist, dann über die Jahre großgezogen. Ja, als mein Vater eben ins Unternehmen kam, hat er die Serienproduktionen begonnen. Das gab uns die Möglichkeit, das Produkt auch außerhalb Südtirol zu vertreiben. Und somit ging der Vertrieb in Norditalien voran. Dort waren wir sehr erfolgreich, weil dieses neue kompakte Snack-Format eigentlich an sehr hoher Beliebtheit gewann. Mein Vater hat dann auch neue Formate weiterentwickelt und war der, der von der herkömmlichen manuellen eingepackten Produkte in die Flowpacks ging. Das heißt, die Variante, die einzeln so einzupacken, und hatte dadurch den Vorteil, dass das Produkt sehr schonend verpackt war. Also heute ist Lorca in über 100 Ländern präsent. In vielen Ländern sind wir Marktführer und haben jetzt schon über Generationen das Herz unserer Konsumenten eigentlich erobert. Ja, ich denke, Napolitana ist sicher unser bestes Produkt, was weltweit ja super funktioniert, und wir verkaufen es in sehr viele Länder und jeder liebt ihn. Napolitana von Lorca macht ganz besonders die ausgewogene Süße. Wir haben wesentlich weniger Zucker wie viele andere Produkte am Markt, und dadurch merkt man so stark auch den Nussgeschmack. Ja, Lorca ist seit jeher ein Familienunternehmen, auch heute noch voll in Familienhand. Es hat oft schwierige Zeiten gegeben, in denen wir doch als Familie zusammengehalten haben und weitergegangen sind. Wir haben alle Spaß. Die vierte Generation kommt auch schon. Meine Tochter studiert Konditorei. Deswegen ist die Zukunft gesichert, und wir freuen uns schon, das Unternehmen auch für die nächsten Generationen vorzubereiten.